Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skate 3. Man sieht es zwar noch nicht, also man hat es gerade ganz kurz gesehen. Aber, naja, also ich wollte jetzt mal wieder auch ein bisschen was von der PS3 machen. Und habe mir gedacht, da euch ja Skate 3 schon gefallen hat, also zumindest dann in ein paar Infovideos, mache ich es doch jetzt mal richtig. Und ja, was ich sagen werde, ist, dass ich das Spiel automatisch speichern. Und dass ich das jetzt nachkommentieren werde, da ich wohl nicht aufnehmen kann, die Sprache nicht aufnehmen kann, während ich laber. Aber ich hoffe, das macht keinen so großen Unterschied aus. Wir werden es ja sehen. Und ja, wird jetzt gleich erstmal, genau, die Schwierigkeiten. Einfach Stürze sind schwieriger, bla bla bla, und realistisches Skate-Erlebnis auf Hardcore. Wir nehmen einfach mal normal und Kamerawinkel niedrig, weil normal ist normal, und jetzt kommt das Intro. Fascinating. You call me. If your team of skaters are slacking,
whoop my ass! Coach Frank! Wait, what's this? Looks like the legend has disappeared from the Roland area. Disappeared from the Roland? He must have lost his board. He must have lost his board. Someone give the guy a board. Slow your roll, bro. What do you mean, man? I gotta give this to the skater. No, you got an athlete's pass? I'm not that cool, but I gotta get this to the skater. No, but you need an athlete's pass to get the board in. Well, it's for the guy doing his thing, jumping the thing. Hold on. Alright, you're cool. Alright. And we are almost set to go here. I'm telling you, Jim, you can feel the electricity in the air. You certainly can, Rog. Definitely electric. The moment we've all been waiting for. Let's take a look. Oh, wait a minute here. Where is he? Oh, he's on the roof. He's on the roof. Oh, come on. This is suicide. Oh. No. This is all wrong. This is wrong. This is the worst thing I've ever seen. I don't think he thought that through. Not only did he not think that through, he may never think again. He blew his face out. Well, there goes the endorsement deal. Hey, alles in Ordnung? Was in aller Welt machst du da? Das kostet uns zu viel Blut, Schweiß und Tränen. Wir müssen das für uns selbst machen, Mann. Gründen wir eine Boardfirma. Die krasseste Boardfirma von allen. Du skatest weiter und machst, was du am besten kannst, während ich den Rest schmeiße. Ich kümmere mich um alles, Mann. Wir können die ganze Welt übernehmen. Komm schon, wir ziehen das durch. Oh Mann, ich bin ja so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Als erstes brauchen wir mal eine heiße Sekretärin. Weil wenn einer reinkommt und da eine heiße Tussi sitzt, boom, haben wir schon gewonnen. Und mein Kumpel Charlie drüben in Queens kann ein paar Computer besorgen, die vom Laster gefallen sind. Wir müssen dafür also kaum Kohle hinlegen. Und danach sollten wir einfach... Yep, das war jetzt so das Intro. Jetzt wisst ihr, worum es geht. Wir haben eine eigene Boardfirma jetzt. Und jetzt müssen wir erstmal einen Teamnamen eingeben. Den habe ich mir letztes Mal schon ausgedacht. Ich habe schon mal eine Aufnahme davor gemacht, wo der Sound so war wie in dem Audiotest, den ich hochgeladen habe, die 20 Sekunden. Und zwar nennen wir unser Team The Raiders, wer hätte es gedacht. Überhaupt nicht passend zu meinem Namen oder so, nein, das ist alles ein Zufall. Das sind jetzt so die Symbole, die man nehmen kann. Man kann sich eins davon aussuchen, man muss sich eins davon aussuchen. Ich zeige nochmal alle durch. Und dann hätten wir auch schon wieder die Hälfte der Folge rum. Wir nehmen das erstmal und jetzt können wir unseren eigenen Skater machen. Skater anpassen. Natürlich heißen wir nicht die Legende, sondern wir heißen The Raider. Ah, da steht's schon. What? Na, The Raider Bill. Auch gut. Okay, dann wollen wir dich mal ordentlich einkleiden. Genau, wir kleiden uns ein. Ja. Bist du bereit? Jetzt mal versucht, den Namen zu ändern, aber es ging nicht. Schlecht brauchen wir nichts zu ändern. Wir sind und bleiben männlich. Und wir fangen mit der Haut an. Einfach mal irgendwas, was passt. Das zum Beispiel. Das ist fett. Den Stil nehme ich eigentlich immer denselben, weil die meisten gefallen mir eigentlich überhaupt nicht. Und das kommt meiner Frisur am nächsten. In Braun. Das sieht gut aus. Bang. Naja, lassen wir mal beim Durchschnitt. Stylisch. Gesicht machen wir selber. Das ist gut. Augen. Blau. Rotation. Was ich noch dazu sagen muss, ist, ich probiere das jetzt erstmal mit Skate, weil ich habe, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich aufnehme, habe ich ungefähr jede Sekunde einen kurzen Bildaussetzer. So jede Sekunde bis halbe Sekunde habe ich so minimal so ein Standbild und dann geht's weiter. Es ist noch erträglich. Ich weiß nicht, wie stark sich das jetzt beim Spielen auswirkt. Das werde ich dann sehen, wenn ich das nächste Mal wieder aufnehme.
Und jetzt verändern wir erstmal noch alle die Nase, dass man sie von der Seite am besten sehen kann. Also Skater-Anpassung relativ einfach gehalten. Hier ist jetzt nicht so wie Sims 3 oder sowas. Ist ganz nett, dass man nicht damit jetzt bei Tony Hawk mit so einem Django Fett herumläuft oder Tony Hawk mit einem fertigen Skate. Aber bei Tony Hawk könnte man sich, glaube ich, auch einen eigenen machen. Das weiß ich nicht genau. Ich habe einfach mal Django Fett genommen. Also, jetzt noch Kiefer. Meine Güte. Achso, von oben. Ja. Dann noch Mund und Kinn. Philipp. Breitmaulfrosch. Den wollen wir nicht. Und ich hoffe, dass ein Gamer mir nicht das ganze RP kaputt macht, sonst muss ich das, ja, Radio heißt es, im Spiel halt ausmachen und selber Musik drunter legen oder sowas, keine Ahnung. Und dann hoffen wir mal, dass es klappt. Jetzt noch den Bart, wo man alles Mögliche auswählen kann. Wobei ich finde, die Bärte sind nicht ganz so schön animiert. Aber wenn wir einfach nur den Soul Patch Tattoos machen, wir keiner erstmal. So, und dann wählen wir noch die Kleidung aus. Ach ja, was ich dann noch zu sagen habe, ist, wenn ihr irgendwie mit irgendwas nicht zufrieden seid, mit der Schwierigkeit, soll ich auf Hardcore spielen? Was ich, glaube ich, aber bei den Lags nicht mache, wenn ich versuche mal, das wir hinzubiegen. Okay, yeah. Oder sonst irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sagt, wir wollen das gar nicht sehen, das ist Scheißdreck, schreibt es in die Kommentare. Ich kann nur was ändern, wenn ihr es mir sagt, was ich ändern soll. Anders kann ich es auch nicht tun. So, dann auch eine schicke Uhr. Ich habe immer eine Uhr an. Irgendwie cool. Such dir ein Deck aus. Alter. Das ist das Gute am nachträglich kommentieren. Man muss nicht die ganze Aufnahme pausieren, sondern es geht weiter, nur man hat halt kurz Stille. Das ist ganz gut. So. Das Deck sieht gut aus. Danke. So, Stil habe ich jetzt nicht bearbeitet, sehe ich gerade, aber der ist eh unwichtig. Bist du bereit? Und dann speichern wir zum ersten Mal. Du machst das ziemlich gut, Benny. Immer weiter so. Hey, du da drüben, komm mal hier rüber. Willkommen in meiner Skateschule. Das hier ist das Skateboard-Programm überhaupt, Mann. Gebaut und geprüft von mir, Coach Frank. Wenn du es hier nicht gelernt hast, dann kannst du einfach nicht skaten. Hier lernst du die Grundlagen und wirst richtig gut. Und wenn nicht, zerbreche ich dein Board. Coach Frank. Das Tutorial machen wir jetzt mal nicht. Ich kann es noch machen, also es sind 3-4 Missionen praktisch, die macht man nacheinander eben weg. Ich kann sie noch zeigen. Ich kann die Steuerung, ich habe das Spiel durch. Also, was heißt durch? 1500 irgendwas Mods verkauft. Naja, 1.500.000. Hast du etwa Angst? Die Mission machen wir jetzt auch nicht. Ich renne jetzt noch ein bisschen rum. Hau bloß auf. Und genau, meinen Namen erstmal ändern. Ich will nicht Raider Blue heißen. Da sieht man auch schon die 4 freien Slots für die anderen Skater. Wo ich mir auch überlegen muss, wie ich die nenne und wer das sein wird. Und mal gucken. Und das wäre jetzt so der erste Eindruck für euch von Skate 3. Genau, da habe ich ein bisschen probiert, wie das funktioniert so mit dem Delay, also mit den 1 Sekunde so irgendwann. Wie das so funktioniert. Wie das so klappt.
Und es geht, glaube ich. Also, ich guck mal, ob ich es ändern kann. Vielleicht komme ich mit klar. Da werde ich dann noch ein bisschen was brauchen. Die PCU-Tour machen wir später in der nächsten Folge. Und damit auf Wiedersehen. Und tschüss. Was geht ab?